as you can see, this is just not your normal shoot, because this is not a normal process today. It's unplugged, MTV. This is the big boy house. Sind halt extrem schön, weil die Musik hat zwar immer Vorfahrt, aber hier ist es natürlich klar gelabelt, dass es ein Miteinander sein muss, während du oft sonst irgendwie halt nicht die Position bekommst. Und hier bist du halt sehr früh eingebunden, kannst sagen, ich brauche da mehr Raum, ich möchte eine Kamera haben, ich brauche da eine Fahrt oder so. Deswegen sind diese Unplugged-Konzerte sehr angenehm. Man hat auch einen sehr frühen, sehr engen Kontakt zum Künstler, weil das ja auch kein normales Konzert ist. Meistens ist es so, dass die Arrangements irgendwie komplett anders sind. Ja, versuchst die, wenn du die Arrangements hörst, die Stimmung dementsprechend aufzunehmen, die Bildauflösung danach zu machen. Im Setaufbau natürlich gemeinsam mit dem Künstler zu arbeiten irgendwie, weil hauptsächlich muss er sich wohlfühlen. Hands together for no other than Kimani Mali. He's in the room, he's in the house, the son of Robert Nesta Mali, Kimani Mali, gonna perform a track called No Solidarity. Why are we fighting for the leaves when the strength is in the root, like a love is in the truth, dread? Business. 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 This is business. Big business. I'm sorry if you caught that, but that was business going on. Yeah, the mighty Silly Walks and Kimani Mali. Business. Business. It's a pleasure to be here, to be a part of Gentleman Unplugged. You know what I mean? It is very, you know, Gentleman has always been an artist that I admire. He's always been an artist that I've been a fan of and wanted to work with. So, given the opportunity to work with him, but not only that, given the opportunity to be able to share this special moment with him, his special moment with him, is you know, words can't describe. And then, you know, the Unplugged thing is a very intimate, rootsy kind of a vibe. Yeah. So, you know, we I appreciate it. I appreciate, love it, I should say. So beautiful, it needs to breathe a little there, and then we come back hard with the chorus. No solidarity, no solidarity. No solidarity, no solidarity. I'm talking for the people who don't have a voice. Kimani Mali ist jemand, der dieses unfassbare Timbre in der Stimme hat von seinem Vater, aber auch einen ganz eigenen Stil hat. Und ist eine unglaublich bescheidene Persönlichkeit. Es ist das erste Mal, dass wir zusammen gearbeitet haben. Wir haben uns öfter auf Festivals getroffen. Und es war immer so, ey, lass mal was zusammen machen. Und MTV Unplugged war halt jetzt so der Rahmen, wo ich gedacht habe, das ist ihm auch würdig. Ich habe ihn angerufen und er war sofort da. Und das ist für mich auch, da geht so ein Traum in Erfüllung. Why are we fighting for the leaves? When the strength is in the root, like a love is in the truth, dread. Destroying all the seeds, busy fighting for the fruit, victimizing our youth. I was watching a video of you, and you was in Woodstock, Poland, in front of 750,000 people. So did you do my song though? Which song? Get High. But touch B side. See, there were 750,000 people minus one, because I would have been in the front saying, what happened? What happened to the big fat batty girl in the back? Bam, 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 bam. Crazy. Kimani Mali, yeah. We are here unplugged. This is crazy vibe. It's natural. Natural. Yes, my brother.